Etwas Reise auf der Suche nach Spuren von Alois Erlmeyer begann an einem Ort, an dem sonst alle Spuren enden. Neben mit den blumenreich verzierten Gräbern von Verstorbenen, die in kühler Erde ruhen, suchte er das Grab eines einfachen Brunnenbauers auf, einem Mann, den die Zeit scheinbar nicht vergessen mag, Alois Erlmeyer. Behutsam, scheinbar tröstend, strich der Wind über das spröde Holz von zahlreichen Kreuzen, über den vom Wind blank gewetzten Marmor und verwelkten Blumen. Einen weiten Weg hatte Edward zurückgelegt, um sich einer Person anzunähern, die unsere Welt in dem Jahr verließ, als er diese Welt betrat. Geblieben von ihm ist nur ein Familiengrab. Kein Ruhmestein erinnert an den Freilassinger Eigenbrödler, der tausendfach Besorgten, die ihn um Hilfe baten, Klarheit und Hilfe bot, wieder anderen Seelen das Leben rettete und einigen auch zu Ruhm und Erfolg verhalf. Aus seinem Grab scheint Edward Wehklagen zu vernehmen. O Gott, welch Undank ist doch der Weltenlohn. Nachdenklich von dem Ort, den er nun verließ, machte er sich auf den Weg zu betagten Menschen, die Alois Erlmeyer einst noch kannten und die auch heute noch Bewunderung für ihn pflegen. Etwas Reise führte ihn durch Bayern und er betrat Orte, die Alois Erlmeyer einst vertraut waren, und er traf Personen, die dem Alois einst begegneten. Während Edward bei diesen Menschen in ihrer Stube saß und ihren Geschichten lauschte, wurde ihm bewusst, welche Ehre und welch Vertrauen sie ihm entgegenbrachten. Fremde Menschen ließen ihn teilhaben an ihren Erlebnissen und an ihrer Erinnerung. Es melden sich schon bald weitere Augenzeugen, die Edward ihre Geschichte erzählten, so als würden sie verspüren, dass sich das Tor der Zeit schon bald für immer verschließen wird. Andächtig folgte er ihren Erzählungen, und ihm schien, als würde der bayerische Geist von einst wieder neu belebt. Einen langen Zug aus seiner Pfeife nehmend, stapft er trotzend aus dem Nebel der Vergangenheit, um seine Würde und Achtung doch noch zu erlangen. Wie wahr, es sind die Erinnerungen vieler einfacher Menschen, die Klarheit schaffen. Nicht die Worte redegewandter, scheinbarer Autoritäten, die in der Menge sich zur Schau stellen. Begleiten Sie Edward in eine unverfälschte Vergangenheit und machen Sie sich selber ein Bild von einer Person, die uns mahnend zu Besonnenheit und Frieden rief und ruft. Nachdem Edward zahlreiche Gespräche mit Zeitzeugen geführt und viele alte Zeitungsberichte durchforstet hatte, lagen ihm nun einige widersprüchliche und verwirrende Informationen über den Eigenbrödler aus Freilassing vor. Während die Zeitzeugen Erlmeyer als einen bescheidenen, aufrichtigen und hilfsbereiten Menschen beschrieben, war in einigen zeitgenössischen Zeitungsartikeln das Gegenteil zu vernehmen. Dem Leser wurde übermittelt, Alois Erlmeyer sei ein Scharlatan
und findiger Geschäftemacher, der die Not Ratsuchender ausnutzt. Edward stellte sich die Frage, welche Beweggründe mussten den Verfasser dieser Artikel wohl verleitet haben, so über einen bescheidenen, hilfsbereiten Menschen zu berichten. Mein Name ist Franz Christian Verlassing. Ich habe Herrn Irlmeier in meiner Jugend kennengelernt als sehr fleißigen und sehr guten Brunnenbauer. Habe ihn in der Werkstatt mal kennengelernt und habe euch die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, war rein positiv. Habe ihn immer gut geschätzt und war dadurch, dass er weit bekannt war, als Seher und bin ich auf ihn aufmerksam gewesen und als alter Verlassinger habe ich ihn ja kennenlernen dürfen. Die Ergebnisse, die er gesehen hat, sind eigentlich in seinem Buch schon allseits bekannt. Er hat so viel gesehen, wie es eingetroffen ist, gerade nach dem Krieg oder während des Krieges, und hat halt auch vorhergesagt, eben wegen der gelben Gefahr und so weiter, die halt auch hoffentlich nicht so eintrifft, wie er es gesehen hat. Aber man weiß ja nie, was da alles noch kommen kann. Jetzigen Situation. Sonst, er hat in der Reichenhallstraße draußen mal gewohnt, hat in der Jännerstraße hat er sein Haus gehabt, dann später. Und er war, auf bayerisch gesagt, ein Verrecksmandel. Urig und auch als sehr guter Brunnenbauer bekannt. Und die Leute haben ihn gesucht und haben ihn eben auch sehr geschätzt. Hat nicht immer die besten Nachrichten gehabt, aber das war halt das, was man von einem Seher, Hellseher erwartet, nicht Hellseher, von einem Seher, der halt das, die Gabe gehabt hat, das zu sehen. Viel mehr kann ich auch nicht sagen, weil ich als in dem Alter, die ich war, da hat mich das noch nicht so viel interessiert, weil ich vom Krieg noch nicht so viel mitbekommen habe, weil ich ja 41 geboren und da bin ich im Krieg halt nur unter der Werkbank beteiligt gewesen, weil ich im Schutz bei der Bombardierung. Allseits bekannt und allseits geschätzt, kann man sagen. In Scharam bei Maria Eck, wo er seinen ersten Wohnsitz hatte, brannte am 29. September im Jahre 1926 sein Haus bis auf die Grundmauern ab. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich Alois angeblich in München auf. Da sein Hofhund das Feuer überlebte, machte dieser Umstand einige Menschen in Scharam misstrauisch. Anwohner aus seiner Umgebung vermuteten, Irlmeier selbst hätte das Feuer gelegt. So entstanden erste Gerüchte hinter vorgehaltener Hand, die ihn zeitlebens verfolgten und stark zusetzten. Vermutlich war es auch mit der Grund, warum Irlmeier am 26. November 1928 kopfüber mit seiner Familie seinen zur Versteigerung freigegebenen Hof verließ und nach Freilassing zog. Doch passten diese aufkommenden und ausgesprochenen Gerüchte zu einem Menschen, über den Edward in zahlreichen Gesprächen so viel Gutes erfahren hatte und der inständig für seine Marienverehrung bekannt war. Edward wollte sich eine eigene Meinung bilden und machte sich auf den Weg nach Scharam. Wohlmöglich würde er dort eine Antwort finden.
Ja, ja, kommen wir nochmal zurück zu Erlmeyer. Also die Dame, die kannte ihn von früher. Das Haus ist abgebrannt. Der Erlmeyer hat die, ja, die Bäuerin nebenan, die Oma, die hat ihn gekannt. Und dann das Haus ist abgebrannt, ja. Und der Hund hat sich gerettet. Ja, und das war komisch für die Leute. Dass der was Hund haben die da irgendwie vermutet, dass da irgendwie, dass er die Finger spielt? Stiftung, hat man gesagt. Ja, und so kriegt man den Ruf natürlich weg. Weiß man natürlich nicht, ne? Begeben wir uns nun in das Jahr 2014. Frost lag in der Luft. Es ist ein kalter Dezembertag, als eine Fotografin seine ehemalige Werkstatt aufsucht. Ein Termin für den Abriss des Gebäudes ist bereits festgelegt und sie hat nochmals die Gelegenheit, die Szenerie mit ihrer Kamera festzuhalten. Der Schuppen war nun viele Jahre lang verlassen. Alles befand sich noch in dem Zustand, wie ihn Alois das letzte Mal verlassen hatte. Wohlmöglich ahnte Alois beim letzten Verschließen der knarrenden Schuppentür nicht, dass er dieses Gebäude nun nie wieder betreten würde. Alle seine dürftigen Habseligkeiten würden nach seinem Verlassen nun für viele Jahre in einen tiefen Dornröschenschlaf verfallen. Als sich die alte Holztür schließlich knarrend wieder öffnete, wich die lang andauernde Dunkelheit aus der verwaisten Werkstatt, wenn auch nur für kurze Zeit. Denn schon kurz nach den Aufnahmen würden schwere Baumaschinen die letzten Fundamente seiner Existenz unwiederbringlich zerstören und seine bescheidenen Habseligkeiten würden in alle Winde verweht. Sein abgelegter Hut lag immer noch an der Stelle, wo ihn Alois das letzte Mal niedergelegt hatte. Werkzeuge und derbes Handwerksgerät lagen sorgsam abgelegt an seinem Platz und es schien, als wartete alles geduldig darauf, dass der alte Brunnenbauer wieder in seine Werkstatt zurückkehren würde, um sein Tagewerk neu anzutreten. Der alte Schleifstein, vom Zahn der Zeit angenagt, stand nun nutzlos wie ein Relikt aus grauer Vorzeit in der dunklen Ecke. Betrieben vom Meisters Hand hatte dieser zuvor Erlmeyer unzählige gute Dienste geleistet und hatte zahlreichen stumpfen Geräten und Werkzeugen neue Schärfe verliehen. Auch all die anderen hinterlassenen Habseligkeiten schienen auf seine Heimkehr zu warten. War dies die Hinterlassenschaft eines skrupellosen Geschäftemachers, der die Not anderer zu seinem Vorteil zu nutzen wusste? Die Bilder erzählten Edward eine andere Geschichte. Abgeleitet von seiner ärmlich eingerichteten Werkstatt war Alois eher ein einfacher, bodenständiger Mensch, der die Menschen und sein Handwerk liebte. Ihm fehlte es an Verschlagenheit und Arglist, um dem ihn angedichteten Charakterbild zu entsprechen. Man sagt Alois Erlmeyer nach, er verfügte über die Gabe, Wasseradern zu finden, wie auch die Fähigkeit, sich anbahnende Ereignisse vorauszusagen. Auch gibt es zahlreiche Beispiele, die belegen, dass es ihm möglich war, den Standort verloren gegangener Tiere und Gegenstände zu benennen. Müssen dann. Da ist der Erlmeyer täglich zum Mittagessen gekommen. Wenn er gekommen ist, Mittag, hat er gesagt,
Dirndl, was gibt's denn heute? Und dann komme ich einmal Mittag und schaue so traurig. Dann sagt er, was weiter denn? Sie verstehen mich, Boris. Ja, ja. Was weiter denn? Ja, ich hab alles machen müssen. Ich habe einen Garten umgeräumt und da habe ich meinen Ohrring verloren. Ich sehe ihn heute noch sitzen, so hat er es gemacht. Brauchst du nicht mehr suchen. Sie verstehen ja Bayerisch. Ja, ich verstehe. Erde sagt man Kaut in Bayern. Mhm. Der liegt am Kaut drin. Der hat da unten gearbeitet und ich nach der Strecke laufen. Wie hat der das gewusst? Der hat mich nicht gesehen. Mein Onkel, der daneben gewohnt, und das war früher so üblich, wenn einer, der gearbeitet hat, da haben wir hingegangen zum Ratschen, zum Erzählen. Dann ist mein Onkel rübergegangen zum Irlmeier, hat ihm zugeschaut beim Brunnen. Entschuldige. Ja. Dann sagt der Irlmeier, hast nicht ein Zigarettenpapier, das war damals eine Rarität. Ah. Dann sagt mein Onkel, ich hab auch keins. Geh heim, hat er gesagt, ein Küchenkasten drin aus der Kaffeetasse und da liegt's drin. Wie gibt's denn das? Was jedoch nur wenigen bekannt sein dürfte, dass er offensichtlich über die Gabe der Heilung und der Krankheitsdiagnose verfügte. Dazu war es nicht notwendig, dass er die erkrankte Person befragte oder untersuchen musste. Diese gottgegebene Gabe hatte er, wie aus den Erzählungen von Zeitzeugen zu entnehmen ist, mehrfach auf seine bescheidene, unaufdringliche Weise unter Beweis gestellt. Und dann habe ich das Erlebnis mit meiner Schwester. Ich habe eine jüngere Schwester. Und die war damals in der Kinderklinik am Abtsee. Da war zu der damaligen Zeit eine Kinderklinik. Und die war schwer krank und dann haben sie gesagt, zum Sterben sollen wir es heimholen. Und dann haben wir die auch heimgeholt. Und dann war die in so einer Wiege, die mein Vater gemacht hat. Wie es auf die Welt gekommen ist die drin gelegen. Und da hat der Irlmeier auch gesagt, er möchte das Kind sehen. Und dann ist meine Mutter, und wir sind alle miteinander mitgegangen, ins Schlafzimmer gegangen, da war die Wiege gestanden. Da hat der Irlmeier das Kind angeschaut, ganz ruhig, die hat geschlafen. Und was dann so makaber war, dann hat er mit der Hand so drüber gelangt. Über das Kind. Und jedes Mal, wenn der so auf dem Brustbereich, auf der Höhe von der Brust war, dann hat er im Schlaf gezuckt. Das hat er ein paar Mal gemacht. Mal wieder. Und dann hat er zu meinen Eltern gesagt, das Kind stirbt nicht. Und hat ihnen auch genau die Woche gesagt, ab der Woche geht es aufwärts. Und das hat dann auch gestimmt. Und da war man natürlich sehr beeindruckt.